Er ist ein bisschen krank, der Junge. Also diesmal nicht nur geistig, sondern auch ein bisschen körperlich. Ebola ist halt doch schon in Deutschland. Kannst du keine Witze über Ebola machen im Let's Play? Das ist doch gemein! Wollte ich gerade sagen, ey. Das kannst du echt nicht machen. Am Ende kommt dir noch irgendein Krankenwagen her mit Isolierstationen, all möglichen Scheiß, ey. Geh ich kaputt? Ja, schon klar. weil das jetzt, weil die Folge, die wir jetzt hier aufnehmen, in einer Woche oder so erst rauskommt oder so. Und du da mittlerweile, schon vollkommen gesund bist. In einer Woche ist wahrscheinlich Ebola ausgebrochen. Und alle sind tot. Ja, da wissen wir wenigstens, wer schuld hatte. Ja, aber wie soll ich das, jetzt blättern hochladen? Ist doch scheiße, Mann. So kann man das nicht machen hier. Das ist also, ich kann, nee, so kann ich nicht arbeiten. Ja, da hast du ja, da hatte ich letztes Mal schon drüber geredet. Ich finde das ja auch mega krass mit diesem Hass, der jetzt sich ausbreitet hier so. Ja, die Schwarzen mit ihrer Ebola und so, dieser Krankheitsrassismus, wie sie es nennen, so schön. Das finde ich ja mega krass, ey, wie man auf solche dummen Dinge kommen kann. Zieht eine Mauer drum um und so, was ich schon alles gehört habe, das ist richtig krass eigentlich. Aber naja. Fein. Soweit ich das mitbekommen habe, Ebola existiert ja schon seit 1904, seit 2004 oder so, kann das sein? Nee. Also ich hatte gelesen, dass das schon auf jeden Fall ein paar Jahre existiert. Und dass das jetzt wahrscheinlich erst so krass ausgebrochen ist. Oder mutiert ist, keine Ahnung. Nee, es kam durch irgendein Tier. Ich glaube Fledermäuse. Ich glaube Fledermäuse haben das übertragen, die dadurch immun sind. Okay. Naja, was willst du machen? Kannst du nix? Kannst du machen nix? Musst du gucken zu? Klingt irgendwie zu. Das ist auch bitter. Guck halt zu, wie sie sterben. Ja, wollte gerade sagen, klingt irgendwie böse in dem Zusammenhang mit Ebola. Weiß nicht. Ich meine, was soll ich dazu sagen? Ich kann mir jetzt hier zwar den Moralfinger aufhalten und ja, ist gefährlich, was da passiert und ja. Aber im Endeffekt ist es ganz einfach so, dass momentan ist es hier in Deutschland nicht. Ich kann das nicht richtig nachvollziehen, gebe ich ehrlich zu. Das ist scheiße, das kann ich mir vorstellen. Also weiß ich weiß es. Oh, ein Taubus! Also, ich wollte mich ja nicht abhängen lassen. Das ist scheiße, das kann ich mir gut vorstellen, ist auch, was heißt gut vorstellen, ist klar, dass es scheiße ist. Dass es unangenehm ist und Menschen sterben und ich bin schlecht in sowas zu erklären, ich weiß nicht. Ich bin da, weiß nicht, wahrscheinlich ein bisschen zu gefühlskalt in dem Moment. Also so guter Motivationstrainer wäre ich nicht. Ja, scheiße, was dir passiert ist, aber kann ich jetzt auch nichts für tun, ne? Würdest du bitte gehen, Taubos? Danke dir. Ist das eigentlich ein Taubos oder ist das ein Tauboga? Ein Tauboga ist das. Oh, lustige Geräusche macht's. Du, du. Alter, vor allen Dingen lässt sich das nicht wegschieben. Das Vieh ist mega krass. Ja, steht jetzt immer nicht rum. Und behindert dein Let's Play. Ja, was ich an Ebola echt das krasseste finde, ist ja, dass die Amerikaner ja ein Gegenmittel haben, ne? Und es nicht testen wollen, und es nicht verkaufen wollen. Weil, das hatte ich auch schon mal erwähnt, das Testmittel wurde nicht getestet und es wäre ein Frevel, das Testmittel an Menschen auszuprobieren. Wo ich mir allerdings sage, die Menschen sterben doch so oder so. Wenn du einmal Ebola hast, dann verreckst du rein. Das war ganz böse gesagt. Warum sollte man diesen Menschen dann nicht einfach das Testmittel geben? Schlimmer als verrecken kannst du. Das kann ja niemand passieren. Oder wie siehst du das? Lieber Florian. Hallo? Hallo? Bin ich allein? Er ist anscheinend nicht mehr da. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das... Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das jetzt...
Aber ich finde ganz ehrlich, also wenn so eine Mitte existiert, dann gibt man das doch bitte den Leuten. Weiß nicht, diese Aussage, ja, du könntest dich einfach am Menschen testen. Jetzt, die Leute sterben doch sowieso, als wenn der immer irgendwo lost. Oh, da hab ich gerade Connection verloren. Dann der liebe Florian wahrscheinlich auch. So, ich nehme meine ganzen Koppels hier mit. Weiß nicht, was ich von dem Spaß halten soll, hier den die Amis da mal wieder abziehen, aber man weiß ja allgemein nicht so, was man davon halten soll, was die Amis abziehen, von daher, ja, da wisst ihr Bescheid. Also, übrigens, oh, Boss-Mob, das ist ein Boss-Mob, den möchte ich jetzt sehen. Barichu, ich will jetzt diesen Boss-Mob sehen. Das Fiete? Komm doch mal her jetzt. Und du bist ein Boss-Mob. Du bist, glaube ich, das süßeste Boss-Mob, das ich je gesehen habe. Aber okay. Mach ruhig weiter. Passt schon. Spira! Das da ist ein Boss-Mob hier. Nimm dir mal ein Beispiel. Was ist das denn? Bleibt doch mal stehen und rennt nicht alle weg. Das ist doch voll scheiße. Na gut, wir gehen mal zurück. Wir haben erstmal unsere Farm abgeerntet. Wir haben gut Plus gemacht, was Nahrung angeht. Auf jeden Fall, wir hatten nämlich... Wow. Ich hab echt Schiss, dass es jedes Mal so grüne wieder abschmiert. Ich glaube, hätte ich den Shader jetzt noch drin, dann würde es öfters mal abschmieren. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass ich den rausgepackt habe. Und bei der Vielzahl an Pokémon gerade und so, da können wir auch gerne mal... ein paar Folgen auf den Shader verzichten, oder? Ich sehe das nur ich so. Also momentan ist es sowieso, dass ich 1000 Milliarden Folgen Aufnahme habe und dass eure Kommentare wahrscheinlich ein bisschen verspätet ankommen werden, oder? Was ist denn? Pikachu Level 40 in meinem Garten, na klar. Holla, Monsieur Icing Golem, na, wie geht es Ihnen? Na? Wie gesagt, ich hab, das ist der Anime-Mod, den ich drin habe. Man müsste ja irgendwo noch... Ah, da ist ja noch ein Monsieur Eisengolem. Ja, guten Tag. Monsieur, Madame, natürlich. Monsieur. Was laber ich? So. Dann wollen wir mal hier ein bisschen Zeug reintun. Konnte man Karotten backen? Ich weiß es. Ja, und da sind wir wieder, und zwar, sah das vorhin schon so aus, musste ich gerade den einen Mod raushauen, leider, es tut mir leid, den Learning-Mod hier, den wir auf L hatten, der existiert nicht mehr, weil jedes Mal, wenn ich an die Öfen gegangen bin, ist mein Minecraft gecrashed. Deswegen war das gerade so komisch dunkel. Deswegen ging das jetzt gerade nicht, tut mir echt leid, den fand ich besonders cool, aber wenn es nicht geht, geht's halt nicht. Und darum jetzt ohne den Mod weiter. Na gut, lernen wir halt raus. Ist ja nicht so schlimm. Gab es wahrscheinlich Spezialöfen oder was weiß ich. Und dieses Book of Unlearning gehört übrigens zu dem Mod dazu. Dieses gehört ja nicht zum anderen. Aluminiumblech. Wassersteinscherbe. Feilnerkanne, okay. Ground Gym. Fighting Gym. Ja, es ist eine Menge neuer Stuff dabei. Hier allein schon so ein Spaß wie Drang. Sonderbonbon. Na gut, dann machen wir erstmal ganz kurz ein bisschen Brot.
Damit wir erstmal wieder eine Weile genug Nahrung für alle haben. Also für mich. Kartoffeln brennen, geben wir nachher noch Level dazu. Schade, dass die Level weg sind. Finde ich echt schade gerade. Hat auf jeden Fall Spaß jemand. Der Rossnäfer ist hier drin, okay. Dann packe ich mal die Möhren, das Brot. Weizen kommt mit hier rein, das Brot kommt mit hier rein. Ich will das Brot hier bitte, das Fleisch mal drin. So, hier kommt dann wieder der Spaß rein. So. Alles hier rein. Dann haben wir hier noch wieder davon ein bisschen was. Diese komische Kiste da oben, kommt das hier rein. Da ist ja sowieso alles drin. Und ich würde einfach sagen, wir angeln trotzdem mal jetzt. Der Mod hat die Angel auch ganz schön kaputt gemacht, habe ich so das Gefühl. Die ist nämlich ganz schön abgesunken. Ohne dass wir wirklich was bekommen haben. Ah, ich habe schon einen Fisch gesehen. Na los, Fischi-Fisch. Kann ich theoretisch auch den Shader jetzt wieder reinpacken, sollte eigentlich funktionieren jetzt. Na los. Hui, Fisch. Ein Fleckmann, oh wie süß. Noch ein Fisch. Dann wieder Samen lebt wieder, kann das sein? Ah ne, fainted. Ist also tot. Aber ohne Aluminium wird da nicht viel wie geschehen mehr. Das heißt, wir müssen vielleicht doch ein bisschen Aluminium sammeln. Wird aber schwer werden. Dann müssten wir eigentlich die ganze Ecke reisen, damit wir das machen können. Obwohl, vielleicht nicht mal eine ganze Ecke. Ich habe eine Idee. Ich muss eh ein paar Level machen. Boss Magikark. Ich glaube, dass die Magikarks eventuell, dass die Bosse eventuell mehr Leben geben oder so. Und Superhard in der Nacht. Das ist geil. Ladybar. Not bad, auf jeden Fall. Trainer. Ich frage mich gerade bloß, wo die normalen Viecher sind. Auf normal gestellt. Weberack. Gibt's überhaupt noch normale? Ich kann es nicht sagen. Ich kann es nicht sagen. Ich sehe hier nur überall Trainer, aber keinen normalen Monster. Na gut. Blutzug. Smogon. Kapados, Alters. Was hier rumrennt, das ist richtig krass. Boah, Alter, es gefällt mir richtig gut, ey. Ich weiß gar nicht, was ich sage. Wir sind übrigens aus dem TS geflogen. Muss da mal gucken, zwischendrin aber mal, ob ich wieder reinkomme. Manchmal hat der TS ein bisschen
Lex Scorpia. Okay. Slimes habe ich gefunden, okay. Slimeballs, da liegen noch welche. Magikarp. Magikarp. Ja, dann sei mal ein Magikarp. Ja, ja, alles wird gut. Alles wird gut, solange du Magikarp bist. Was ist das denn? Ein Triffzeppli. Das ist ja cute. Boss Spinnerack gefunden. Da wollte ich ja eh hin. Ich sehe es bloß nicht. Ach, da oben ist es ja schon. Der gar der gefährliche Boss. Oh mein Gott. Na gut. Ich hätte die Nacht vielleicht schlafen sollen. Und ich wollte ja eigentlich Level machen. Das war der Grund, warum ich nachts raus bin, aber ich finde halt keine Monster gerade. Wahrscheinlich wegen dem Pokémon. Ist aber auch kein Ding. Laufen wir halt bei nächtlichen Walde durch den Walde. Wow. Kreativität im Satz, auf jeden Fall. Huch. Wollte ich gar nicht. Ich wollte auf, was war es nicht? K auf R wollte ich. Genau, wie das ist immer noch anhebe, es faintet, okay. Nur mal austesten, nur mal austesten. Da war ein Pikachu gerade. So. Fleckmon. Oder nee, was war das? War das Fleckmon? Keine Ahnung, hab's, seh's nicht mehr, aber wahrscheinlich über mir irgendwo oder so. Lasst mich mal durch, ihr Blätter. Ich suche neue Biome. Die ja eigentlich in die Richtung nicht allzu weit verteilt. Am Blutzug auch süß. Oh, wie cute. Wenn ich mich etwas erschöpft anhören sollte in der Stimme und auch ein bisschen mehr hüsteln sollte, dann bitte ich dies zu entschuldigen. Ich habe heute schon so viel aufgenommen. Krebutag, geil. Dass meine Stimme langsam Abgang macht. Ich bitte es zu entschuldigen. Bitte. Ein Lymophyt, den kenne ich gar nicht. Muss auch eins der neuen Pokémon sein. Ja logisch, wenn ich sie kenne, ist es immer ein neues Pokémon. Weil die alten kenne ich ja, ne? Na gut. Wir kämpfen sich zu einem Pokémon. Ich will gerade mal gucken, was passiert, wenn eins von den beiden stirbt. Hat das andere jetzt platt gemacht? Wahrscheinlich schon, aber ich dachte, ich komme irgendwie XP oder so. Ich habe nichts gesehen jetzt. Na gut. So.
Achtbar ist. Dann sind wir schon viel besser unterwegs. So. Ein Flockion oder was auch immer das gerade war, kenne ich glaube ich auch nicht. Das zumindest auf den ersten Moment nicht der nicht besonders kennenerweckend aus. Kennenerweckend? Oh, Mirabla! Wie süß! Bin ja aber immer noch in den alten Biomen. Die Pokémon fliegen sogar richtig, ey, das ist richtig krass. Einfach über den Bäumen drüber fliegen die. Alter, der Pokémon-Mod hat sich richtig krass verändert. Und selbst wenn man kein Pokémon-Freund ist, kann man hier richtig auf seinen Spaß kommen, glaube ich. Wenn man in einer Welt mit Aluminium startet. Wir müssen natürlich erst suchen. Die Frage ist, wie weit bin ich in die Richtung gegangen hier? Ein Taubos, oh, das ist geil. Stimmt, erst kam Taubos, dann kam Taubos. Also Taubos ist stärker gewesen. Boah, schon lange her, oh mein Gott. Was ist das denn? Lux, wollt du eine... Ein Chesarine. Und ein Sepi. Schade. Echt schade. Ich wollte mal gucken, was passiert, wenn es stirbt. Ob ich da was bekomme, aber... Knuffensas! Boah, sind die süß, Alter. Sind die scheiße süß. Okay, wir sind im neuen Biom. Glaube ich zumindest. Ein Raichu, na klar. In der Wildnis haben wir mal so ein Raichu. Hey. Was ist das denn? Wolf? Jetzt sagt mir nicht, dass die Wölfe sich auch in Anime-Figuren verwandelt haben. Doch, haben sie. Und ich habe keine Knochen. Ach man. Hätte jetzt so gern einen Hund gehabt. Ach schade. Schade, schade. Die sind aber immer noch in der alten Region übrigens. Pachirisu will Pachirisu haben. Gib mir Pachirisu. Ich liebe dieses Pokémon, das ist so süß. Oh mein Gott, gib mir... Alter, ist es Gardos gewesen? War das gerade ein Gar... Ein Entoron ist das doch, oder? Das sind doch Entorons. Gesteht es? Ja, ein Entoron. Ich guck mal ganz kurz, ob ich in den TS reinkomme. Wenn ihr gleich gehört, Server failed, connected. Oh, connected, super. Channel switched. Bin wieder da. Welcome back.